Die Schweriner Höfe direkt am Marienplatz sind eine feste Adresse für Kultur und Ausstellungen in der Landeshauptstadt. Oberbürgermeister Dr. Rigo Badenschier eröffnete die Ausstellung Süß und Bitter zur Kakaoproduktion in Westafrika. Gleichzeitig der Auftakt zur Ferienwoche Schwerin. Das Thema Vertret geht im Prinzip ja jeden was an. Wenn man die Frage nach dem Thema Fluchtursachen bekämpfen, was kann ich persönlich dafür tun, dann ist genau der faire Handel, der Kauf von fair gehandelten Produkten ein Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich der Verein mit dieser Ausstellung hier 2 Wochen lang präsentieren kann. Schon 2 Wochen vorher hatte unser Sender Besuch von Schülern des Gymnasiums Fridericianum Schwerin erhalten. Zusammen mit Profis sollte ein Beitrag zum Thema fairer Handel entstehen. Gleichzeitig wollten die Schüler erlernen, wie dieses Thema zu einem TV-Bericht verarbeitet werden kann. Erste Frage, die sich die Schüler selber stellen und dabei den Umgang mit dem Mikrofon übten: Was wissen wir über Fairtrade? Bei welchem Fairtrade-Produkt ist es dir am wichtigsten, dass es Fairtrade ist? Ich glaube bei Schokolade, weil eben die Kakaohändler, denke ich, am repräsentantesten sind. Welche Fairtrade-Produkte hast du schon probiert? Ich habe vor allem Schokolade oder getrocknete Mangos aus dem Schulweltladen probiert. Ich war selber schon im Fairtrade-Laden und habe dort Gummibärchen und Schokolade probiert und ich habe selber keinen Unterschied für mich festgestellt. Also über Fairtrade weiß ich zum Beispiel, dass es eine Organisation ist, die sich halt für den fairen Handel einsetzt und dort ist halt sehr wichtig ist, wie die Sachen produziert werden. Welche Fairtrade-Produkte fallen dir ein? Ja, Fairtrade-Schokolade, Fairtrade-Gummibärchen, Fairtrade-Fußbälle, Fairtrade-Wein und Fairtrade-Mangostreifen. Die nächste Herausforderung war eine Straßenumfrage. Dazu konnten sich die Schüler selbst Fragen rund um das Thema Fairtrade überlegen. Als Köder und Einstieg diente eine Tafel Schokolade. Okay. Natürlich Fairtrade gehandelt. Können Sie mir sagen, was Ihnen an dieser Schokolade auffällt? Dass sie Fairtrade ist. Genau, darauf wollen wir hinaus. Und können Sie uns dann mal kurz beschreiben, vielleicht in einem Satz, was Fairtrade ist? Ja, das ist eine fair gehandelte Schokolade. Wissen Sie, was das ist, was diese Organisation bewirken möchte? Ja, ist fair produziert, fair bezahlt, diese Richtung. Und achten Sie bei Ihrem Einkauf selber auf Fairtrade? Nicht immer. Fairtrade, Schokolade, bunt, genau. Für Kinder wahrscheinlich. Ja, also können Sie mal kurz zusammenfassen, was Fairtrade so ist und was das ausmacht? Na, es ist gerecht gehandelt. Das heißt, die Bauern werden gut bezahlt in den Herkunftsländern. Die Preise werden so vereinbart, dass die Bauern davon leben können. Und dass die Natur dort so behandelt wird, dass man auch längerfristig davon was hat. Die sind ja erstmal teurer. Ne? Das muss man ja auch dann ein bisschen berücksichtigen. Ne? Kommt darauf an, wie viel man zur Verfügung hat. Aber ich bemühe mich immer und auch immer Produkte herzukaufen, die eben hier angebaut werden. Was mir auffällt, das Fairtrade-Siegel. Das ist sehr gut. Und was wissen Sie über Fairtrade? Oder vielleicht können wir es in 2 Sätzen zusammenfassen? Ja, das ist also fairer Handel, also auch für die Erzeuger entsprechende Entlohnung, die ja sonst meistens in der Kette dann auch zu kurz kommen. Spannend wurde es im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Gerade war Sitzungswoche. Jetzt ging es natürlich um Zusammenhang von Landespolitik und Fairtrade. Im Landtag kann ich mich jetzt konkret nicht dran erinnern, aber ich habe ja auch sehr lange Kommunalpolitik in der Hansestadt Rostock gemacht und meine Frau ist da auch noch als Kommunalpolitikerin aktiv und da weiß ich, dass es in der Stadt Rostock ganz konkrete Beschlüsse auch gibt, um fair gehandelte Produkte dann auch dort zu befördern. Was wir hier im Land gemacht haben, wo ich mich selber auch bei den Koalitionsverhandlungen für eingesetzt habe, ist grundsätzlich die Frage der Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund zu stellen. Ja, das ist schon, glaube ich, ein sehr hartes Geschäft. Also ich habe da gestern gerade zufälligerweise einen Fernsehbericht drüber gesehen, auch wie wenig Ertrag das hier auch bringt. Also es ist schon ein sehr hartes Leben und sehr harte Arbeit auch. Und deswegen, glaube ich, ist auch wichtig, dass man diesen Fairtrade-Gedanken auch führt, damit die Leute vor Ort auch eine gute Zukunftsperspektive in Afrika haben. Schnell wurde klar, viele Abgeordnete kennen das Thema Fairtrade zwar. Für die politische Arbeit im Landtag könnte das Thema aber eine noch größere Rolle spielen. Sebastian Ehlers leitet auch die CDU-Fraktion in der Schweriner Stadtvertretung. Hier kann er bei dem Thema punkten. Wir hatten vor 6 Jahren war es einen einstimmigen Beschluss in der Stadtvertretung, dass wir Fairtrade-Stadt werden wollen. Sind es dann ein halbes Jahr später auch geworden und haben da, glaube ich, unsere Hausaufgaben auf kommunaler Ebene gemacht.
aber gebe zu, dass wahrscheinlich auch auf Landes- oder auf Bundesebene da noch mehr getan werden kann. Ich glaube, das muss auch vor Ort ein Stück weit mitwachsen und deswegen finde ich es gut, dass wir in Schwerin den Weg gegangen sind. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die diesen Weg mit unterstützen und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. So ein Landtag ist ein großes Unternehmen. Da gibt es Dutzende Mitarbeiter, die von A wie Ausschussarbeit bis Z wie zentrale Verwaltung den reibungslosen Betrieb des Landtages organisieren. Für Fairtrade gäbe es da viele Ansatzpunkte. Wo wir ein bisschen nachlässig sind, und da sind wir erinnert worden, glaube ich, durch den Termin heute, ist zum Beispiel das Thema Kaffee. Wir trinken hier natürlich Kaffee und auch Tee, sozusagen bieten das auch unseren Gästen an. Und da haben wir immer mal wieder solche Wochen gehabt, wo wir das zum Anlass genommen haben, aber machen das nicht durchgängig. Vielleicht ist dieser Tag ein guter Anlass, darüber nachzudenken, es besser zu machen. Wie wichtig Fairtrade, fairer Handel ist, zeigt die Ausstellung Süß und Bitter. Wichtigstes Fazit: Jeder kann mit seinem Kaufverhalten einen kleinen Beitrag leisten, dass es auch den Kakaobauern in Westafrika besser geht als heute. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. September in den Schweriner Höfen zu erleben. Hier treffen Sie bestimmt auch die Schüler des Gymnasiums Friedrichsjaum Schwerin. MV1 sagt Danke für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt der Lehrerin Annette Uffmann für die hervorragende Organisation. Mehr Informationen zum Thema Faire Woche Schwerin gibt es unter der eingeblendeten Internetadresse.